Hallo und willkommen zu einer weiteren Ausgabe der Weiche Ware Quick Bytes. Heute gewidmet dem Thema hybrides Arbeiten mit KI. Weiche Ware. Quick Bytes. Digitalitessen mundgerecht serviert. Das Konzept des hybriden Arbeitens, bei dem Teams flexibel zwischen physischen und virtuellen Arbeitsumgebungen wechseln, ist keine Modeerscheinung, sondern eine Notwendigkeit. Hybrides Arbeiten hat sich in den letzten Jahren in vielen Branchen etabliert. Insbesondere in Zeiten der Corona-Pandemie hat sich dieser Trend verstärkt. In diesem Kontext suchen viele Organisationen nach Möglichkeiten, die Effektivität ihrer Teams zu steigern und die Herausforderungen der hybriden Arbeitsweise zu bewältigen. Die Integration von KI verspricht, hybride Prozesse zu optimieren, indem sie die Zusammenarbeit erleichtert und die Leistungsfähigkeit der Teams steigert. Indem KI-Systeme große Mengen von Daten analysieren und Muster erkennen, können sie beispielsweise helfen, die Kommunikation zwischen Teammitgliedern zu verbessern und die Effizienz bei der Aufgabenverteilung zu erhöhen. Darüber hinaus können KI-gestützte Systeme dazu beitragen, Konflikte zu identifizieren und zu lösen, indem sie aufkommende Probleme frühzeitig erkennen und entsprechende Maßnahmen vorschlagen. Um jedoch das volle Potenzial von KI im Bereich der Teamarbeit auszuschöpfen, ist es entscheidend, dass die KI-Systeme die Arbeitsweise der Teams verstehen und entsprechend darauf reagieren können. Forscher arbeiten daher an der Entwicklung von Modellen, die die Funktionsweise von Teams erfassen und die kollektive Intelligenz der Mitglieder verbessern sollen. Ein solches Modell ist das Transactive Systems Model of Collective Intelligence. Es zielt darauf ab, die Interaktionen und Entscheidungsprozesse innerhalb von Teams zu modellieren und zu optimieren. Ein weiteres wichtiges Forschungsgebiet betrifft die Interaktion zwischen menschlichen Teammitgliedern und KI-Systemen. Wer viel mit anderen zusammenarbeitet, weiß, Menschen handeln oft irrational oder suboptimal, insbesondere wenn Ressourcen knapp sind oder komplexe Probleme gelöst werden müssen. KI-Systeme können dazu beitragen, diese menschlichen Schwächen zu erkennen und durch gezielte Interventionen die Leistungsfähigkeit der Teams zu verbessern.